Gehen wir in die nächste Episode, der 70er-Jahre-Raum. Okay, ich bin mal gespannt. Das ist. Oh, eine Lavalampe. Was, oh, so cool. Oh, das ist geil. Oh, wir können die. Ich würde die übrigens nicht anfassen, wenn die an sind. Die sind kochend heiß. Ah, ist das geil. Okay, der geht nicht. Müssen wir die Antennen? Nee, können wir nicht. Ah, okay. Nee. Okay, gerade weiß ich es nicht. Wir brauchen ein Spiel. Okay. Lavalamp. Wir haben einen Funky Token gefunden. Geil. Ja, schon hier so eine Kissenwut hier. Oh! Nee, ich dachte, das wäre was Besonderes. Das war es nicht. Gläser auch. Nee, da ist ein Token drin. Okay, wir müssen das so angucken. Ach, Junge. Danke. So, den haben wir auch. Okay, das ist auch safe für ein Rätsel. Hier müssen wir wahrscheinlich raus dann. Na, brauchen wir für nix. Oh! Das brauchen wir, okay. Ah, okay. Brauchen wir nicht. Brauchen wir nicht. Brauchen wir nicht. Können wir hier? Nee, können wir nicht machen. Okay. Handtücher. Ich wette, wenn wir das alles wegnehmen würden und so. Okay. Dann wird da bestimmt ein Token oder so drin sein, aber. Ach, hier ist der Mülleimer. Wir suchen jetzt nicht mehr die Token. Hä? Warum? Ist das ein Flummi? Wenn ja, der hüpft nicht gut. Oh, ein Rubik's Cube. Ich habe auch einen. Steht, seht ihr nicht? Steht hinter mir im Schrank. Ein originaler Rubik's Cube. Ist das das? Es ist der Haustierstein. Ach du Scheiße. Der Haustierstein. Den gab es wirklich mit der Schachtel. Der wurde verkauft. Gab es mal eine tolle Story drüber. Ah, okay. Hat das hier mit, das hat hier mit zu tun? Finger platzieren, ziehen. Ja, das weiß ich noch. Ich bin jetzt, also ich bin nicht aus der Zeit der Drehtelefone, Drehscheiben, Wählscheibentelefone, aber ich kenne die noch. So, das ist ein A. Ah, okay. Das wird heavy jetzt. Ich mache mir natürlich ein Foto davon mit meinem Handy. Und dann wollen wir mal gucken. Ne, so bitte nicht anpinnen. So. So. Das erste ist. Von oben. Wir gucken einfach mal, komm. Das erste ist oben links. Das heißt, das hier und das hier C. C. Dann nach rechts, denke ich mal, wenn das so gezeigt wird. Mittig, mittig,
Mittig ist A. Dann nach unten. Oben links, oben rechts. Oben links, oben rechts ist ein L. Dann nur oben rechts. Ach nee, oben links, oben rechts. Oben links, oben... Nochmal. Nochmal L. Okay. Oben rechts, oben rechts. Oben rechts. Oben rechts ist ein M. Und unten rechts Mitte ist ein E. Das war richtig. Es war richtig, sage ich euch. Top. Was haben wir bekommen? Ach, das ist eine Spielkassette, ne? Aber allgemein einfach eine Kassette. Die können wir da reinlegen. Ich dachte, da würde die auch passen. Wir brauchen 4 Stück. Okay. Buch brauchen wir nicht. Ich dachte, das hätten wir jetzt gebraucht. Pasta Carbonara. Ist das ein echtes Rezept? Wär schon lustig. Gucken wir natürlich mal rein, ne? Ist aber nichts drin. Blume und Peace-Zeichen. Welche Blume? Die Blume. Blume und Peace-Zeichen. Schleife und die Blume. Schleife und die... die gibt's gar nicht. Okay. Peace-Zeichen und die Blume. Aber das Peace-Zeichen diesmal. Friedenstaube und... das Ding. Jetzt würde ich einfach mal auf gut Glück sagen, das und das Herz, ja. Travel Permit. Handcrafted. Freddy Blender. Aber rausholen können wir nicht, ne? Leider. Timber Boats. Sagen wir jetzt tatsächlich nichts, muss ich zugeben. Wo packen wir die Schallplatten rein? Wo ist hier ein Schallplattenspieler? Oh, wir haben Darts. Denkt dran. Mal 2, mal 3 weiß ich. Gelb hat mich um 10 Punkte geschlagen. Oh, okay. Ich weiß, worauf das hinausläuft. Ja gut, wir brauchen mehr Pfeile, denke ich mal. Ist das wieder ein Rezeptbuch hier? Es ist auch wieder Carbonara. Okay. Brauchen wir nicht. Oh! Okay, gut. Das ist die kleinste hier, ne? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. Die kleinste hat 9. 1, 2, 3, 4. Verdammt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8.
Die mittlere hat 8. Ich kann es echt sehr schwer erkennen, wenn ich ehrlich bin. Und die große hat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ja. Keine Ahnung, ob das richtig ist. Ist nicht richtig, okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Die hat auf jeden Fall 9. 1, 2, 3, 4, 5, warte mal. 1, 2, warte, was ist, wenn wir so machen? Eins, zwei, drei, vier, fünf. Oder eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. Eins, zwei, also eins, zwei, ach, sechs. Oh, was? Alter, da wäre ich nicht drauf gekommen. Ich wollte jetzt schon wieder zählen. Scheiße, ey. 3. Ach, Junge, ey, das ist aber auch räudig, ehrlich. Das, ah, Junge. Was ist das denn? Ah? 5. Noch eine CD. Best Wipes. Um auf den Geheimmodus des Taschenrechners zuzugreifen, gibt es die folgenden drei Sequenzen. Gib die folgenden drei Sequenzen ein und drücke gleich am Ende jeder Reihe. 3 plus. Mal 2 minus 4. Geteilt durch 123. Gucken wir nach. Gleich. So, wir müssen jetzt immer gucken, dass Gelb uns um 10 schlägt. Geht das so einfach? Nee. Gelb hat mich um 10 Punkte geschlagen. Ach, das war ein Token da drin. Zu wild. Ah, Gelb. Gelb hat 40. Hat 60. Ach, er hat 60, hat 120. Ne, Moment. Ist doof. Warte, 70. 100. 100. So geht das nicht. Also eigentlich hatten wir es gerade schon. Möchte ich mal so anmerken. Weil wenn ich jetzt hier hingehe. Gelb hat 60. Ich habe 50. Gelb hat 40. Ich habe 30. Dann habe ich 80. Und Gelb hat 100. Gut. Scheiße. So 80 und 100. Dann mach ich jetzt bei Gelb einfach. Gelb hat sich verworfen, hat nur die 1. 80 und 101. Dann brauchen wir 91. Das heißt, wir brauchen die 11.
Also es gibt mehr Möglichkeiten, ne? Ich verstehe es gerade nicht. Oder ist das nur mit mal 2 und mal 3 und den 50? Das wäre, würde einiges mehr erklären. Dann hätten wir trotzdem 60, 50, so. 60, 50, 72. Dann bräuchten wir, 72. Wir machen wir erstmal so, 72. Und 72 und Doppel 4. Dann haben wir 80. Und wir haben 50. 50, 80. Das heißt, wir brauchen 70. Das heißt, wir brauchen eine Doppel 5. Nee. Eine Dreifach 4. Und die Doppel 2. Also wir haben jetzt 16, 20, 70. Und er hat 60, 72, 80. Gut, dass das so nicht funktioniert. Bin ich ja froh drum. Können wir eigentlich noch was drücken oder müssen wir die nur einfügen? Anscheinend nur einfügen. Ich muss übrigens zugeben, ich finde es gerade ziemlich kacke, das hier, weil... Ja. Tony versus Tilly. Wir machen erstmal den Taschenrechner fertig. So. Geheimmodus des Taschenrechners zugreifen, gibt die folgenden drei Sequenzen ein und drücke gleich am Ende jeder Reihe. Ja, 3 plus 8 ist 11. Moment. Wir brauchen 66. 2 mal 33. Ach, nein. 30 mal 2 minus 4. Und 123, geteilt durch 123 ist 56. Hä? Was ist denn 123 mal 56? 1230? Das rechne ich jetzt mal ganz schnell selbst mit dem Taschenrechner aus. Also, Gut. Bin ich jetzt aber ehrlich? 97 hat Blau, okay. Jetzt kommen wir der Sache doch näher. Ach, warte mal. So, dann werden wir Blau erstmal 97 machen. 50. 90. Doch. Nein, nicht gelb. 50, 90. Nicht gelb, 97. Ah, okay. Und jetzt brauchen wir 107. 60. 60. 28, 36. 107. Wir brauchen noch eine 1 davon. Wir haben noch Schallplatten. Die müssen auch irgendwas, sind auch für irgendwas gut. Ich weiß gerade nicht für was, aber für irgendwas sind die gut.
Ich sehe hier aber auch keinen Schallplattenspieler, wenn ich ehrlich bin. Also ich sehe jetzt hier gerade tatsächlich keinen Schallplattenspieler. Okay. Toni Sven. Ah, okay. Ich weiß, worauf die hinaus wollen. Schöne Idee auf jeden Fall. Können wir eigentlich nochmal dran dehnen? Nee, ist leer. Wir haben einen Ball, aber der Ball, der hat auch nichts gemacht, ne? Lassen wir mal da liegen. Ist übrigens eine coole Bude, ein cooles Apartment. Wenn ich das mal so sagen darf. Spain, 3. bis 5. November 1973, könnte das was sein? Da war aber auch nichts drin, ne? Alter, er tut so, als wenn wir hier, was weiß ich nicht, was geschafft hätten. Gut. Was ist das hier eigentlich? Billig, teuer. Oh, okay. 5,99. 4,99. 4,49. Oh Gott. Ah, billig teuer. Das teuerste, 4. Das war das teuerste, naja. So, 2, 4. 5, 2, 4. 1, 5, 2, 4. Billig teuer. Habe ich was übersehen? Freddy Blender. Der hat die 1. Das ist auch das günstigste. Ach, das... 5-1, ja. Ich hatte gerade einen gedanklichen Fehler drin. Was ist das? Burst Out. Der Gewinner bekommt einen besonderen Preis. Ah, nein. Müssen wir spielen? Schon irgendwie cool, ne? Also, ich muss sagen, es ist schon irgendwie cool. So. Das ist ein Zeitfresser gerade, also holy moly, ey. Vor allem, wenn man das nicht so gut kann, so wie ich. Also ich krieg das hin, aber nicht so... Gibt ja Leute, die machen halt Speedrun, ne? Also so ganz crazy. So, komm. Jawohl. Und wir haben Dicket. Geil. Hier gibt's die 70er Jahre Musik. Und ich weiß nicht, warum ich gerade so komisch getanzt habe. Also die Uhr wird angeleuchtet, das Ding.
die Cocktail-Dings-Uhr, Dings-Cocktail, was noch? Das Telefon. Uhr, die hier, Telefon und Dart. Oh, wir hätten noch Zeit gehabt. Aber wir haben gewonnen. Nächste Episode, Leonardos Werkstatt. Darauf freue ich mich. Mag ich.